Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Subnautica. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute wollen wir ein bisschen an der Basis schrauben, heißt ein bisschen Titan sammeln, also Metallschrott oder Titan, egal was. Und dann wollen wir loslegen, da hinten noch ein Blümchen hinbauen, ein paar Gänge noch verschrauben und eventuell nach oben hin mal schauen, wie sich das hier so strukturiert. Als allererstes müssen wir eine Sache gucken. Es war eine ganz böse Nachricht in den Kommentaren. Ihr seht, unsere ganzen Blueprints, die wir gesammelt haben, sind alle weg. Und ich weiß nicht wieso. Immerhin dürfen wir noch einen Kommunikator bauen. Ja, so Kommunikationsrelais. Super, ich freue mich ganz doll darüber. Und diesen unglaublich wichtigen Medical Kit Fabrikator. Scheiße. Aber alles ist weg. Alles ist rausgelöscht worden. Und wir müssen rein technisch schon wieder alles suchen. Puh. Ja, da heißt es Ausdauer haben in Subnautica. Es ist die Early Access Version und dazu noch die Experimental. Da kann sowas natürlich passieren und deswegen darf man da auch nicht groß schimpfen. Sag mal, dürfen wir dann immer mehr die Motte bauen? Inventar voll, will ich doch gar nicht klettern. Doch, Motte dürfen wir noch, aber wir haben sie ja eh. Gut, in der letzten Folge berichtete ich euch von meinem Sohnemann, der so eine so Problematiken hatte mit so einem Ausschlag. Das ist über einen Abend gestern, als ich das Video gemacht habe, noch viel schlimmer geworden und wir haben am Ende tatsächlich noch einen Rettungswagen gerufen. Ich arbeite selber im Rettungsdienst, heißt also, ich habe nicht übertrieben, wir brauchen einen Rettungswagen, hat keine Luft mehr bekommen und ja, jetzt ist es alles wieder gut. Deswegen mache ich jetzt auch ein Video, ich sitze jetzt zu Hause, meine Frau ist im Krankenhaus bei meinem Kind, ich war den halben Tag oder fast den ganzen eigentlich da und abends, ich muss ja nach Hause, ich muss ja morgen wieder arbeiten gehen. Heute habe ich mir einen Kinderkrankenschein genommen sozusagen, so heißt das. Ich kenne das zwar noch nicht so, habe das noch nie gemacht, aber es war eine Katastrophe gestern. Also ich kenne das selber bei Patienten, ja, die haben mal schlecht Luft, da sage ich immer, ach, atmen Sie ruhig, aber bei seinem eigenen Sohn, da ist das was ganz, ganz anderes. Das ist eine Katastrophe, ey. Papa, ich kriege keine Luft gesagt, dann bin ich an der Decke gegangen. Da kann man ja auch nichts machen, auch nicht, wenn man im Rettungsdienst arbeitet, ne? So, wo laufe ich überhaupt hin? Ihr merkt, ich bin auch, dass das in die letzten Tage schon so, ich bin total fertig, ey. Also ehrlich, das ist so eine Sache, die tut mich echt fuchsen. Das ist so eine allergische Reaktion. Wir wissen nicht, wo die herkommt. Und wir wollen natürlich jetzt wissen, wo die herkommt. Nicht, dass er nach Hause kommt und dann passiert das alles schon wieder. Was war das? Nein. Nein. Gut, Metallschrott. Wir wollen jetzt gar nicht so lange rumeiern. Wir holen uns Metallschrott und basteln die Basis. Na, wie gesagt, also der Kleine, der hatte dann überall diesen Ausschlag. Jetzt höre ich das mal. Ich weiß nicht, ob euch das interessiert. Hatte diesen Ausschlag und ist dann, die haben auch wehgetan, ne? Und dann haben wir ihn, jetzt nicht, dass ich jetzt so ein Rabenvater wäre und sagte, ach, da kannst du zu Hause bleiben, alles gut, passiert nichts, ne? Nein, meine Frau war ja schon zweimal beim Kinderarzt, zweimal im Krankenhaus deswegen und die haben uns immer wieder nach Hause geschickt, weil das ja nichts Schlimmes ist, ne? Ist ein Ausschlag, sagen die, ne? Da gibt es Fenistil und ein bisschen Rectodelt, also so eine Cortisonzäpfchen. Das macht schon alles. Gut, tschüss, haben sie gesagt. Und dann war es dann abends so schlimm, dass ich entschieden habe, tatsächlich Rettungswagen zu rufen. Mit dem Stichwort Atemnot. Den Notarzt habe ich dann noch mit abbestellt, mit dem Rettungsassistenten. Haben wir noch zusammengearbeitet sozusagen. War jetzt, weil dann war es dann Gott sei Dank nicht so schlimm. Also es wirkte erst schlimmer, als es wirklich ist. So. Weil da halt so kurzzeitig zu Schwall. Okay, warum erzähle ich das alles? Aber es liegt mir einfach so. Das hat mich bedrückt einfach. Ich habe nicht geschlafen die letzte Nacht. Ich habe jetzt gerade eine Stunde geschlafen. Bin jetzt wieder ein bisschen fitter. War nicht gegessen, nicht getrunken. Mir ging es einfach nur schlecht. So, wir haben wieder einen Blueprint. So. Achtung. Keine Ahnung. New Blueprints acquired. Der neue Patch. Ne, damit wir mal was anderes erzählen, außer immer nur dramatische Sachen. Wie gesagt, es geht wieder gut. Gott sei Dank. Ja, ich warte nämlich gerade auch auf eine Nachricht. War das Sword? Es geht wieder gut und wir können uns auf das Spiel konzentrieren. Ich brauche mir keine Sorgen mehr machen. Und ja, dementsprechend können wir jetzt auch ordentlich zocken. Weil sonst würde ich keine Videos machen, ganz ehrlich. Habe ich ja auch einen Tag nicht, will ich nicht. Kalkstein, Achtung vor Kalkstein wurde mir geschrieben, ich weiß nicht warum. So gefährlich finde ich den jetzt nicht.
Ja, ich nehme einfach mal alles mit. Obwohl wir brauchen Platz für... Ich bin wieder mit volle Taschen losgefahren. Hau ab, blöde Melone. Von hier habe ich genug. Unter Wasser fallen die wie Steine runter. Interessant. Ein Room könnten wir dann bauen, ne? Haben wir ja Platz. Dann machen wir mal das Rümchen. Ich könnte ja mal... Warte mal, 4 Blöcke freikriegen. Ne? Ist ja wohl kein Problem. Das haben wir ja genug. Nur kein Gold wegwerfen. Der gute Bernd, dem blutet immer das Herz als Goldschmied, wenn ich Gold wegwerfe. Ach, ich sollte jemanden grüßen. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Gucke ich auf dem Handy so nebenbei, während wir fahren. Er ist ein sehr großer Fan, schreibt er mir, und ich soll ihn noch einmal erwähnen. Er wisst, dass ich das unglaublich gerne mache. Wow. Aber wir sind schon ziemlich weit mittig. Da können wir doch mal gucken, ob wir die Mitte finden, um dieses kleine Ei loszuwerden. Da, ach, guck mal hier. Livepod 3. Dürfen wir da immer noch durch? Ja, wir dürfen immer noch durchfahren. Was bist du? Also ein mittelgroßes Wrack, ne, würde ich mal sagen. Habe ich das schon mal durchsucht? Ich bin jetzt gerade... ist gerade unsicher. Nein, da war ich noch nie drin. Hier ist das ganze Möbeljahr nochmal. Nee. Aber der Stuhl und so. Darf ich nicht scannen. Wurde bereits erforscht. Kein Scan benötigt. Ah, haben wir vielleicht mit dem einen einzigen Scan alles wieder aufgeholt. Warte, jetzt können wir mal besser so gucken. Nö. Oh nein, dann darf ich die Sachen nicht nochmal scannen. Dann müssen wir wieder von vorne anfangen, oder? Nicht, dass es jetzt so wichtig ist, einen doofen Stuhl zu scannen. Aber der Rest, der fehlt mir ja dann. Haben sie es mir kaputt gepatcht? Haben sie es geschafft? Ja, das ist so eine Sache, ne? Also schwarze Texturen. Ja. Da müssen wir uns jetzt echt überlegen, ob sich die Mühe überhaupt noch lohnt. Oder tatsächlich schon eine Staffel 11. Wollte ich gar nicht so schnell, wisst ihr. Anfangen müsste oder sollte. Ich will keine Staffel 11 anfangen. Das ist viel zu schnell. So, hier müsste irgendwo die Mitte sein. Ich habe das irgendwie spüren. Ramm ich mal. Boah, ziemlich stabil. Da ist er, tatsächlich. Wir haben es gefunden. Das ist ein Ding. Gar nicht so richtig gesucht, aber dann gefunden. Ja, Schitte, ne? Jetzt können wir die Sachen... Ach, ich hab's ja, ich hab beim Bioreaktor, aber ich kann ja nicht alle nochmal scannen, ey. Das ist doch hardcore. Oh, die spielen ja mit Fußball. Ist es mehr geworden? 1, 2, 3, 4. 1, 2. Wir gehen auch ab wie Schwein, die Dinger. Ach, guck mal. Haben wir ja auch. Stimmt, ja. Und einiges an Titan haben wir jetzt. Oh Mann, jetzt habe ich das Gefühl, dass es nichts mehr bringt, wenn wir jetzt überhaupt Gas geben hier und eine fette Basis bauen wollen und der mir sagt, das geht gar nicht mit den... Was mache ich denn jetzt? Scheiße. Ja, müsst ihr in die Kommentare schreiben. Das ist ein bisschen doof jetzt, ne? Hätten sie da die schöne Basis. Leuchtet sogar von hier aus gelb. Krass. Caution. Mild dehydration detected. Oh, vergessen zu essen. So, dann gucke ich jetzt mal in die Kommentare, wer da unbedingt ernannt werden möchte. Beide Omas sind jetzt beim Kind und er hatte tatsächlich einen kleinen Rückfall. Das finde ich gar nicht gut. Das sollte er eigentlich nicht sein, aber er ist ja eine Klinik. Also eine Nachricht von meiner Frau bekommen. Lala, ich bin gerade auf dem Handy am rumwuseln.
das ist immer diese App. Da, tut mir leid. Also mache ich hier die nächste Folge. Vielleicht ja auch ganz speziell, weil es dann eine neue wird. Oh, ich habe jetzt schon Angst. Da geht doch wieder nach hinten los mit diesem Scheiß hier. Warum immer diese Patchen? Und patchen die denn alle Blueprints weg? Was wäre denn jetzt wichtig, nochmal zu scannen? Also Blueprints können wir allgemein ja nochmal scannen. Dass wir hier noch zwei, drei Folgen raushauen. Also ich will mindestens die Basis ein bisschen ausbauen. Dafür haben wir ja, die haben wir ja automatisch drin, die Blueprints. Das ist ja kein Problem. In die Base. So, jetzt geht's mal an den Bau. Ich habe ein bisschen Angst. Und wisst ihr, was für ein Chaos das immer verursacht? Das habe ich eigentlich geflossen, nicht irgendwie? Nee, ne? Kam mir schon die ganze Zeit so komisch vor und schwimmen. Aber jetzt lassen wir sie aus, sind wir ja auf der Insel. So. Ach man, ist wieder alles dunkel. Hüp. Na, langsam kenne ich mich aus, ihr merkt's. So, weil der zweite Room, der hat uns einfach nur gefehlt. Oh, der wird ein bisschen Berg wegmachen. Wir können reingucken. Sieht komisch aus. Oh, ah! Ist der irgendwie größer geworden, oder was? Heide Witzka. Er wirkt irgendwie größer, oder bin ich jetzt doof? Hä? Haben wir jetzt XXL-Rooms? Nein, das ist ein ganz normaler Room, ne? Einfach Raum. Hm. Was essen? Jetzt haben wir ja ein bisschen Platz. Müssen zwei passen. Ne, einer nur. Nein! Vital signs stabilizing. So. Ah, Bäumchen habe ich ja genug, ne, in der Basis. Ich weiß nicht, wie die hier an Licht kommen, ob das Licht da oben reicht. Ist ja auch in der Zukunft, vielleicht ist das ja besseres Licht. So UV-Licht. Das Poster muss gekrallt, sehe ich gerade noch. Ja, eigentlich geht es uns ganz gut hier im Spiel. Und jetzt will ich doch nochmal... Der Room, der ist so groß, ne? Es hat sich vielleicht meine Optik ein bisschen verändert. Kann das vielleicht sein? Dass einfach nur der Winkel, der Blickwinkel ein bisschen anders ist? So, was habe ich noch an Titan? Leider kann man von außen, von innen nach außen nicht bauen, ne? Das wäre natürlich... Habe ich auch noch nie ausprobiert, ne? Wäre jetzt natürlich auch ein Highlight gewesen. So. Und schwuppa. Willkommen an Bord, Captain. Was ist mit ihr los? Ich war die ganze Zeit an Bord. Den Captain verarschen. Ja, wer Profi. Hm. Ja, man merkt das schon, wenn man die Badelatschen hier anhat. Das springt ja echt ein bisschen anders. Ei, da wird geterraformt hier. Das sieht am Ende nicht mehr schön aus, wenn wir hier fertig sind. Aber wir kommen immerhin noch hoch. Mit viel Rumgehüpfe. Nein, nein, nein. So. Uah. Boah, wir bohren den ganzen Berg weg, wenn wir das machen. Aber wir leben auf der Insel, komm. So, wow. Was für eine Maßarbeit. da komme ich nicht mehr hin, Leute. Könnte rein technisch auf den Room noch einen Room machen. Jetzt haben wir aber schon was kaputt gemacht. So. Naja,
Das ist so gewachsen. Ah, noch ein Boom? Wird nicht drin sein. Oh, ein Titan. Also Spiel, das will mich echt verarschen. Silikongummi hier. Das ging ja immer noch nicht, ne? Aber hier ging's. Ey, ich habe eine Idee. Es kann ja ein bisschen skurriler aussehen. Wenn wir das noch hinbekommen. Oh nee, das werde ich niemals hinbekommen. Nur testweise. Was? Ich bin durchgefallen. Ja, wir haben jetzt eh alles kaputt gemacht, also muss hier bleiben. Oh Gott, wie das aussieht. So, ach Quatsch, da kann man doch keinen Ruhm draufsetzen. Er wird aber... Ich weiß. Aber die Beine sehen schon ganz cool aus. Oh Gott. Ich vernichte hier alles. Höp. Oh nein. Das war alles anderes. Höp. Och Mann, fehlt wieder einer. Ihr wisst, was ich machen wollte, bestimmt. Bringt der hier eigentlich auch gar nichts. Aber das sieht aus der Ferne wahrscheinlich ziemlich cool aus. Wenn wir da so eine coole Etage drin haben, ne? In der Insel rein und dann ist an einigen Parzellen einfach eine Insel. Room. Room zum Leben. Und das sieht wahrscheinlich dann ganz schick aus. Aber ich möchte an der Stelle eh nochmal fragen, sollen wir eine neue Staffel beginnen? Mit den ganzen Patchen jetzt? Da waren ja ziemlich Hardcore-Patche dabei. Oder sollen wir die Basis fertig bauen und dann die neue Staffel anfangen? Bin mal gespannt auf eure Meinung. Bis in der nächsten Folge Subnautica. Bis dann.